Das sind die 12 Finalistinnen zum These Wiesmadel 2014. Sandra, Stefanie, Andrea, Aisha, Sandra, Milena, Christina, Roxana, Daniela, Kim, Rebecca und Tatjana durften sich am Donnerstag ihre Dirndl für den Finalabend aussuchen. Erst einmal Respekt jeder Einzelnen gegenüber, also das ist eine Wahnsinnsleistung, in die Top 12 abzukommen. Ich finde es auf jeden Fall super, dass sie sich alles engagiert haben. Wir haben auf jeden Fall für jede zwei Dirndl schon mal zur Auswahl. Das erste Dirndl ist ein bisschen festlicher, das zweite Dirndl ein bisschen traditioneller, sodass für jede eigentlich ein guter Kontrast da ist dann auf der Bühne. Ich habe mir das Dirndl gedacht, weiß was ganz was anderes ist, hat eine ganz tolle Schürze, sag ich mal, hier mit den Hirschen drauf und ist mal was ganz was anderes. Es ist nicht so dieses rote, pinke Baumwoll, wie man immer hat, sondern es ist wirklich eine schöne Seiden. Schürze im Endeffekt und es ist ein tolles Dirndl. Das ist doch so schön rosa. Ich mag rosa gern und pink und deswegen ja, habe ich mir das gleich gegriffen. Bei der Einkleidung trafen die 12 Mädels zum allerersten Mal aufeinander. Doch ein Konkurrenzgefühl scheinen die Kandidatinnen nicht zu haben. Die sind alle total handsam und total nett. Ich habe jetzt schon vielleicht gedacht, dass es ein bisschen Zicke reingibt, aber bis jetzt überhaupt nicht. Super nette Mädels. Ich finde sie super, also die sind wirklich total nett. Ganz unterschiedliche Mädels, sehr, sehr hübsche Mädels dabei, und aber wirklich alle ganz nett, überhaupt nicht zickig, also super. Ich finde es einfach toll, es ist eine ganz nette Mädelsrunde und wir verstehen uns super und besser hätte es gar nicht laufen können. Auch Schlagerstar Norman Langen gefallen die Finalistinnen zum TZ Wiesenmadel. Ich bin heute hier bei Dalatracht, weil ich eingekleidet werde für eine Fernsehsendung, die ich aufzeichnen werde. Und bin jetzt hier und habe die Wiesenmadels gesehen und bin natürlich hellauf begeistert, dass ich direkt ein Foto mit den Mädels machen konnte. Ja, also eine hübscher wie die andere. Man weiß gar nicht, wo man herschauen soll. Und ich bin absolut begeistert von den Mädels, muss ich sagen. Die 12 Finalistinnen werden am Donnerstag, den 25. September, im Wiesenzelt am Stiegelmeierplatz gegeneinander antreten. Dann wird sich zeigen, wer das Zeug hat. Zum Wiesenmadel 2014.